Hier sind aber doch einige Tränke. Zack, zack, zack. Heiltränke. Die haben wir jetzt voll. Kleine Kombitränke nehmen wir immer gerne. Nicht darunter, sondern Mana-Tränke haben wir auch gar nicht mal so wenig, aber Kombitränke sind immer am coolsten. Wenn wir so zwei Fliegen einer Klappe geschlagen. Ist schon mal einer an. Hier geht's nach oben. Okay, da haben wir einen Heiltrank. Dann können wir den hier schon mal einsetzen. Okay, was haben wir denn hier? Also, da ist unser Start... Nee, ist nicht unser Startpunkt. Uiuiuiui. Ich habe das Gefühl, wir müssen das da zumachen. Also, wir müssen einen Flipper spielen hier, ne? Hebel. So, geht doch. Okay. Kann ich die Dinger verstellen? Ah ja, kann ich. Das heißt, wir wollen den... Na, warum stehst du denn hier nicht? Boah, ich hasse sowas. Der glitscht ja die ganze Zeit da. Guckt euch das an, der glitscht einfach zur Seite. Statt ihn zu verstellen. Was soll denn das? Und da rutscht er dann durch. Aber das ist der erste, den ich verstellen muss. Den will er nicht verstellen. Kann ich ihn festhalten? Also, kann er auch einfach dagegen drücken. So, Flipper! Also, was muss ich alle aus... Oh, Alter. So, hier geht nach da. Nach da. Toll! So, dann geht er nach da. Der Ball. Dann nach da. Und da hinten rein. Das ist doch schon mal ein Effekt wahrscheinlich, wo wir sowieso hin wollen, ne? So, bam. Bam. Zack. Ding, ding. Das war's nicht. Also gehen wir davon aus, wir wollen in den roten. Oder in den gelben? So. Versuchen wir mal. Versuchen wir mal den gelben. Ding, ding. Bumm. Zack. Zack. Unten. Oben. Runter. Zack. In den gelben. Macht er auch nicht. Wenn ich ihn jetzt hier hinstelle. Der nach da. Geht er wieder genau dahin zurück, wo er gestartet ist, oder? Alter! Was ist das für ein Mist hier? Dass er immer den Hebel nicht trifft. So. So. Nach unten. Geht er nach da. So, dann ist er auch im Gelben. Ist zwar langsamer gefühlt, aber. Warte mal nochmal. Geht er direkt da rein? Macht keinen Sinn. Der muss so bleiben. So.
geht ihr nach unten, nach oben und nach da. Wollen wir ihn hier nicht haben. Geht nach da, geht er in den blauen. Bringt uns ja auch nichts. Müssen wir irgendwie in den roten kriegen. Ding, ding. Geht er nach unten. Zack, runter. Sag mal. Nach oben. Und jetzt nach unten. Und dann, das so könnte es, glaube ich, funktionieren. Dass er in den roten geht, ne? Wenn jetzt wieder nichts mehr rauskommt, ne? So, jetzt geht er in den roten. Yeah! Da bewegt sich die Plattform. Reicht das jetzt? War das alles? Kann man nicht vorstellen. Ich denke mal, in den anderen muss der auch rein. So, aber die bewegt sich mich jetzt hier gar nicht. Okay. So, geht nach da. Reicht, glaube ich, ne? Ich das gerade richtig gesehen habe. Jetzt spiel die Kugel. Ach, nee, ach, guck mal, die Farben, die Dinger haben eine Farbe, die Kugeln. Yo. Gut, dass ich das jetzt auch mal checke, dass die Dinger eine Farbe haben. Mann. Das wäre einfach nur ein Stein. Ja klar, das sehe ich auch, das ist blau. Okay, okay, okay. Also, fangen wir mal von vorne an. Der geht hier hoch. Da muss er dagegen knallen. Dagegen, hier runter. Und wenn er dann hier lang kommt, haut er dagegen in das Rote. Das wollen wir nicht. So, wenn wir den jetzt über hier umleiten, nach unten. Dann da nach oben. Und dann da nach links. Haben wir die blaue im blauen. Und der Flipperautomat, der läuft wieder. Die Kugel wird angestoßen. Sie rollt. Erste Bande. Zweite Bande. Einmal die Kurve. Dritte Bande. Und vierte Bande. Er landet in den blauen. Und. Ja, der Schalter ist betätigt. Die blaue Kugel ist im blauen Loch. Und dahinter bewegt sich auf einmal eine Plattform. Und wir sehen jetzt schon, wir haben ein ziemlich blödes, fieses und nicht so schönes Sprung. Ist das jetzt gelb oder grün? Das sieht wieder nach grün aus. Okay, wir gehen bing, bing, runter, dann wollen wir, ne, das klappt so nicht. Geht der nach oben, geht der nach unten und der steht richtig. Und wir betätigen wieder den Hebel und hol dich mal da, Alter, bist du doof, ey. Okay, der, ich weiß nicht, wie das Ding in Schlag wird und die Kugel ist im Rollen. Erste Bande, zweite Bande, einmal Kurve, dritte Bande und dann vierte Bande um die Kurve und nochmal fünfte Bande. Bam, die gelbe Kugel ist im gelben Loch und yeah! Wir haben das Flipper-Rätsel gelöst und auf einmal bewegt sich eine Plattform und die kommt zu einem leuchtenden, mysteriösen Etwas und wir haben EP bekommen. 48%, da muss noch 52% her bis zum nächsten Level ab. Da brauchen wir noch einiges mehr. So, wir können speichern. Ist, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt an dieser Stelle. Weil wir kommen ja sowieso immer da an der Stelle raus. Da ist dieses Technomage-Symbol. Da respawnen nur Technomages. Keine anderen. Aber wie passend ist es denn, dass wir ein Technomage sind? Ziemlich passend. Perfekt, würde ich sagen. So. Plattform da und wir springen. Und wir laufen beinahe zu weit. Was sind das? Was habe ich denn eingesammelt? Ah. Ein neuer Zauber?
Hervorragend! Das ist ein magischer Offensivschild, den ich ab sofort bestens in Nahkämpfen einsetzen kann. Allerdings dient er nur dem Angriff. Er bietet mir keinen Schutz vor den Waffen meiner Feinde. Magischer Offensivschild? Aua! Also alle, die an mich rankommen, erleiden dann wahrscheinlich Schaden. Na, bin jetzt nochmal geused. Zack. Hab ich mein Mana mit verbraucht. Woran sehe ich denn, wie lange der jetzt hier hält? Okay, wir sind angekommen. Wo mal hier ist. Ah. Hat funktioniert. Gegner hat Damage bekommen. Der ist nix. Also den kann ich mir auch gar nicht mehr erinnern, den so ein Schild. Aber hier bin ich auf jeden Fall schon gewesen. Da! Schach! Was haben wir da? Wahrscheinlich nur eine Laterne, keine Ahnung. Quatschen wir mal. Hey, halt! Niemand darf Schachtown ohne meine Erlaubnis betreten. Entweder du tust mir einen sehr großen Gefallen, um dir das Zutrittsrecht zu verdienen, oder du kannst gleich wieder dahin gehen, woher du gekommen bist. Solltest du Schachtown mit deinen eigenen Augen sehen wollen, dann solltest du mir eventuell bei folgendem Problem behilflich sein. Vor zwei Tagen wurde eine unserer Karawanen hier ganz in der Nähe von diesen hinterhältigen Feuergesichtern angegriffen. Es gelang unseren Männern zwar, ihr Leben zu retten, aber ihre Waren liegen teils immer noch kreuz und quer dort draußen verteilt. Wahrscheinlich sind die meisten wertvollen Dinge darunter inzwischen eh schon eingesammelt worden, aber was ich noch unbedingt aus diesen Kisten brauche, sind mehrere Drosen. Das sind spezielle Steine, die wir zu einem bestimmten Zweck brauchen, über den ich dir aber nichts sagen kann. Wenn du es schaffst, mir 7 davon zurückzubringen, dann werde ich sehen, was ich hinsichtlich einer Zutrittsgenehmigung für dich machen kann. Da du es geschafft hast, mir die Drosen zu bringen, hast du ab sofort das Recht, Schachtown zu betreten. Möge es dir in der Wiege des Handels immer gut ergehen. Hey, Wache! Du hast gehört, was ich gesagt habe. Geh zum Handelsmeister und überbringe ihm die Nachricht, dass dieser Steamer Dreamer hier in die Stadt eingelassen wurde. Bin schon dabei. Also irgendwie sind mir diese Schach auch sehr suspekt, ne? Und eine Sache noch. Ja, Boss. Beeil dich gefälligst, sonst könnte es passieren, dass unser Gast vor dir dort ist. Da du es geschafft hast, mir die Drosen zu bringen, hast du ab sofort das Recht, Schachtown zu betreten. Möge es dir in der Wiege des Handels immer gut ergehen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Schacht mit dem Handel das eigentlich mehr so als Vorwand nehmen. Nicht, dass die auch irgendwie auf der falschen Seite der Macht stehen. Endlich bin ich in Schachtown. Das hat ja ganz schön gedauert, bis ich hier war. Hoffentlich kann mir hier jemand sagen, wo Helmataros mittlerweile zu finden ist. Eigentlich müsste auch Fredo, mein alter Bekannter aus dem Hive, hier leben. Ich denke, ich sollte mich mal nach ihm erkundigen. Er würde mir sicher helfen. Ja, jo, hier bin ich, ne? Fredo. Naja. Niemand verlässt die Stadt. Also ich denke mal, dass die Schach hier Helmataros im Besitz genommen haben. Aber hier sind wir wieder. Und ich meine, hier bin ich auch rausgekommen. Damals. Aber dann war es auch nicht so weit, oder?
Ich meine, ich wäre aus Schachttown raus gewesen. Was willst du denn hier? Ich dulde keine Fremden in meinem Haus. Raus! Ist gut. Was willst du? Ich will eine Kiste da. Ich dulde. Feigling. So, ich hab ganz dieses flatternde Schild hier um mich. Was haben wir denn hier? Scheint hier irgendwie nicht so ganz sicher zu sein. Hallo, junger Mann. Wenn du eine Eisenkugel hast, dann können wir zusammen ein Spielchen wagen. Mhm. Das ist hier, Gotcha. Das heißt das doch, glaube ich, ne? Wo man die Kugeln wirft. Weil da leuchtet eine Schaufel. Das ist meine Schaufel. Die brauche ich noch, um die Wand hier aufzustemmen. Habe ich eine bessere Idee? Sekunde. Nee. Den schon richtig. So. Zack. Ich kann hier jetzt nicht weitermachen, weil die Wand so hart ist. Man sagte mir, ich solle sie aufgraben, weil ein Rohr lecke. Dabei ist sie knochentrocken. Aber überprüfen muss ich das auf jeden Fall. Ich denke, um diesem Problem hier Herr zu werden, wäre etwas Explosives das Beste. Hast du vielleicht zufällig eine Bombe bei dir? Jupp. Die wollte ich ja eh wieder nehmen. Achso, das wolltest du aufsprengen. Hey, was ist denn jetzt los? Der Dampf wird weniger. Bei meinem Nierenstein, da muss irgendetwas kaputt sein. Au, Backe. Das ist jetzt aber ordentlich schief gegangen. Jetzt hat das Zuführungsrohr für das Dampfbad ein riesiges Loch. Großartig. Du solltest mir mit deinen tollen Hilfsmitteln dabei helfen, das Rohr in der Wand zu reparieren und nicht es ganz und gar kaputt zu kriegen. Weißt du was? Den Schlamassel darfst du jetzt ausbaden. Ohne deine blöde Bombe wäre das jetzt alles nur halb so schlimm. Du wolltest doch die Bombe haben. Nein, hey, so nicht. Ich hab die Bombe nicht gelegt. Das warst schließlich du. Nix da. Hey, was ist denn hier los? Im Dampfbad gibt's keinen neuen Dampf mehr. Was stehst du da und schaust mich an? Hast du noch nie einen alten Mann gesehen? Na, tu lieber was. Ich war's nicht. Er war das. Es war seine Bombe. Eine Bombe? Bist du des Wahnsinns? Was machst du denn hier mit Bomben? Du solltest besser schauen, ob du das Loch in den Zugangsröhren für den Dampf mit irgendetwas verschließen kannst. Aber ich... Schon gut. Vielleicht war ich gerade etwas grob zu dir, aber alte Männer sitzen nun mal nicht gerne frierend in der Gegend herum. Wenn du es schaffst, das Rohr ordentlich zu reparieren, dann sollen wir das auch eine kleine Belohnung für dich wert sein. Tja, bräuchte mal einen Korken, ne? So schwierig für dich? Ha, lass ich nicht lachen. Sieh zu, wie du jetzt das Rohr reparierst. Und die Schaufel kannst du dir auch gleich nehmen. Die brauche ich ja jetzt sowieso nicht mehr. Okay, kriege ich jetzt die Schaufel. Vielleicht einfach nochmal Bomben. Kann man hier vielleicht was rauslösen? Nö. Ja, Bomben war das ganz weg hier. Klappt natürlich nicht, war ja auch klar. Ja, schauen wir uns mal ein bisschen um, ne? War ein Fenster. Das soll bestimmt irgendwas zu bedeuten haben. Achso, nee. Das war jetzt bei der hier gewesen, die uns rausgeschmissen hat.